Das klassische Fernsehen, wenn Sie mich danach fragen, das ist das lineare Fernsehen. Das hat in der Entwicklung, das erfährt Brüche. Also das ist nicht mehr das, was wir vielleicht perspektivisch oder nur noch bei wenigen Ereignissen so stringent machen wie in der Vergangenheit. Aber wenn Sie Fernsehen im Sinne von Inhalten meinen, von Dokumentationen, Fernsehfilmen, Unterhaltendes, würde ich sagen, hat das Konjunktur. Ich glaube, es wird noch sehr, sehr lange Fernsehen geben, aber es wird sich wahrscheinlich ziemlich dramatisch verändern. Also ich glaube, es ist absehbar, dass dieser ganze Mediathekenansatz, also die Idee, dass Inhalte eben nicht mehr beim Rundfunk sozusagen zur gleichen Zeit an ganz viele Leute gesendet werden, ich glaube, die wird sich durchsetzen. Die technischen Möglichkeiten sind da. Ich glaube, die Zuschauer wollen das. Trotzdem wird es sicher noch einen Raum geben, sicher für Nachrichten, sicher für Sport. Ich glaube, Fernsehen wird schrumpfen. Ich glaube, das private Fernsehen wird sich dramatisch verändern, weil aus den genannten Gründen, weil sozusagen die kommerzielle Auswertung immer mehr eine On-Demand-Auswertung wird. Und ich glaube, das Öffentlich-Rechtliche wird auch sehr schrumpfen, und zwar auf einzelne Kerngebiete. Das Problem ist eben, und das sehen wir ja auch bei den digitalisierten Fernsehsendern, dass sie nur noch affirmativ tätig sind. Also wenn man sich das amerikanische Modell anschaut, wo ich eben einen liberalen Nachrichtensender habe, einen konservativen Nachrichtensender, dann schaue ich mir die Nachrichten an, die sozusagen meine Meinung bestätigen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, weil ich im Grunde nie mit anderen Dingen konfrontiert werde. Und das, glaube ich, ist die große Aufgabe auch in Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, einen journalistischen, also sozusagen tatsächlich den klassischen und nicht sehr originellen, aber immer noch gültigen Anspruch zu präsentieren, nämlich neutral, journalistisch wirklich die News zu berichten. Was erwarten wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben? Dass er bei Informationsformaten inhaltlich gut recherchiert, dass wir uns verlassen können auf den Kontext der Bilder. Also das ist so etwas, eine wirklich wichtige Säule auch in unserem gesellschaftlichen sozusagen Meinungsbildungsprozessen. Also wir haben ja eine Vielzahl von Inhalten im Internet, auf die Kinder, Jugendliche, Erwachsene, also wir reden jetzt von Kindern, zugreifen können. Eine Situation wie damals, also vor 20, 25 Jahren, also eine Generation davor, da gab es eben diese Knappheit und das lineare Fernsehen und hoffentlich eine Tageszeitung zu Hause. Und deswegen, klar, es wächst eine neue Generation heran, die es gewohnt ist, tatsächlich permanent befeuert zu werden mit Unterhaltung und Information. Insofern glaube ich, es gibt kein Zurück. Also ich glaube, die Sehnsucht der heute Achtjährigen nochmal irgendwie im Feuilleton zu blättern, ist relativ gering. Also die gibt es nicht. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht nach einer Zeit, die sozusagen wir sozusagen noch die alte Welt erlebt haben, manchmal haben. Natürlich gibt es immer noch Menschen, die glauben, die Digitalisierung ist so eine Art Krise und wir müssen nur lange genug durchhalten und dann ist es irgendwann vorbei. Aber das wird eben nicht so funktionieren.